This isn't you and me. Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einem neuen MX. Vloggedy Vlog Vlog hier, ne? Vloggedy Vlog Vlog, ihr wisst alle Bescheid mittlerweile. Jawohl. Jedenfalls, heute, liebe Freunde, geht's mal wieder auf ein Rennen, nämlich nach Emmingen, das Emmingen-Liptingen. Ist bei Villingen Schweningen da in der Nähe irgendwo. Sind wir jetzt schon seit 5 Uhr unterwegs, kurz nach 5. Wir haben es jetzt 6:30, sind jetzt so circa eine halbe Stunde auch da. Bin gespannt, ich bin vor 4 Jahren das letzte Mal, oder wir haben dort gefahren, 2017 mit dem 85er. Mal schauen, wie das heute so wird. Und jedenfalls fahren wir jetzt erstmal hin. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns einfach gleich an der Strecke wieder und ich zeige euch dann dort ein bisschen noch was. Jawohl! Also Freunde, von heute, wir sind da, eine 2 Stunden Fahrt, der Vater hat hier 20 Bändchen abgerissen, der Knecht, hier, das ist sein Bändchen, genau, also Bändchen meine ich solche schwarz-weiß-rosen-Dinger da, genau. Also Freunde, perfekt, dass ich nichts sehe in dem Bildschirm. Ah, hier drin sehe ich was. Okay, ja, jedenfalls, Freunde. Ja, genau, umgezogen habe ich mich schon. Genau, Freunde, und dann würde ich einfach sagen, und der macht gerade was ready. Und ich, wie gesagt, würde jetzt sagen, dass ich jetzt erstmal ein paar Ausschnitte vom ersten und letzten freien und gleichzeitig Zeittraining seht. Sagen wir es danach. Dann erzähle ich mal, wie es war. Alles klar, egal. Also, Freunde, ich habe mich gerade falsch hingesetzt. Oh. Musik läuft, Musik aus. Hallo? Hey, so. Jedenfalls, mein Dad macht gerade meine Maschine. Ich hoffe, man versteht mich. Sonst rede ich jetzt einfach so vor der Kamera. Ja, Zeittraining und Training so. Vorhin, was ihr gerade eben gesehen habt, ist vorbei. Und da wurde ich jetzt Zweiter von 11, ja. Der erste vor mir hat eine Sekunde weniger, also hat eine Sekunde schneller ist der. Dennis Barr, Grüße gehen raus. Da würde ich sagen, quatsch ich gar nicht mehr weiter viel drum rum, weil ich habe auch das Rennen vor dem Mittag. Wie gesagt, ich habe das Rennen vor der Mittagspause noch, das erste. Und deswegen würde ich einfach sagen, seht ihr jetzt das erste Rennen und dann haben wir erstmal Mittagspause. Also bis gleich, Freunde. It doesn't matter, 'cause you're here and I hate it all. It doesn't matter.
Also Freunde, ich bin sehr dreckig, ich muss mich erstmal waschen. Hau deine Zähne bitte. Zähne auch? Ja. Boah, die wässern. Die wässern, Papa, guck mal. Ja, und? Hast du mir die erste gefahren? Nee. Wir fahren sogar nach der Kaffeepause. Ich wollte gerade sagen, da habe ich noch Kaffeepause, der Fabian ist der erste dann. Okay. Erster Lauf war absolut Baba. Ich hoffe, man versteht mich jetzt auch. Gut Start, aus dem Start gerade selber bin ich nicht so gut rausgekommen, aber dann habe ich wieder den taktisch klugen gemacht und bin einfach dann direkt ganz innen in der ersten Kurve reingeschallert und dann habe ich mich, da war ich Fünfter oder Sechster, dann habe ich mich direkt erstmal in den ersten zwei, drei Kurven komplett durchgeschlingelt und habe mich erstmal dann hinter den ersten gesetzt und war dann somit Zweiter und ja, dann ist einfach nichts mehr Spannendes passiert so im Rennen. 12 Minuten plus 1. Ja, war halt die ganze Zeit Zweiter und bin halt am Ende Zweiter geworden und der Erste war auch die ganze Zeit Erster. Das ist der gleiche. Dennis Bauer, habt ihr bestimmt noch gesehen im Video. Ja, ich würde sagen, wir essen ein bisschen Mittag jetzt, dann haben wir nochmal an sich Pause, während andere fahren, dann gibt es die Kaffeepause, liebe Freunde. Ja. Und dann habe ich mein zweites Rennen, genau, um 15.40 Uhr, genau. Entweder seht ihr jetzt nochmal einen Clip von hier oder es geht gleich zum Rennen. Ciao. Papa, Sollen wir uns dann eine Wurst holen auch noch, oder? Was willst du? Ich weiß es nicht, die Wurst sieht halt so lecker aus. Ja, holst du halt eine Wurst? Ja, aber, ja. Kommst du mit, oder? Sleeping while they snooze on me. I was seizing opportunity. Now they don't know what to do with me. I keep going hard like I'm in puberty. Rebellious in my blood, there ain't no ruling me. Coming for the top, this is a mutiny. I
it, I want percentage, yeah. Put you in your mind like fuck your dentist, yeah. You never had a chance like an abortion. Fuck it, you don't wanna play with me, that's forfeit. Us, yeah, took it to a place they never thought he could. Now the lone wolf is hounding up in Bollywood. Now I got some confidence to call me cocky. Put your fucking dagger in the eye, I feel like Rocky. I am untouchable, I cannot fuck with you. I do not follow rules, makes me uncomfortable. I got all this passion and desire, force my path with the fire. Never passive, I acquire till I'm crashing your empire. They were sleeping, they were snooze on me. I was dreaming but with food to eat. Why they sleeping, why they snoozed on me? I was seizing opportunity. Now they don't know what to do with me. I keep going hard like I'm in puberty. Rebellions in my blood, there ain't no fool in me. Coming for the top, this is a mutiny. So, hier kann man Yamahas kaufen. Also, der junge Mann hier ist auch gerade eben Erster geworden, gell? Willst du kurz zu deinem zweiten Rennen irgendwas, warte mal, machen wir so den hier. Willst du irgendwas zu deinem zweiten Rennen sagen, dass du auch Erster geworden bist? Alles klar, perfekt. Und Sieger, die 46 vom Hemmischen Gerstetten aus Gerstetten, Simon Mäder. Gut, in den letzten Bildern. Hast du alles klar? Danke. Siegerjung, Klasse 7. Also Freunde, ihr habt gerade. Ah, stimmt, lol. Also Freunde, ihr habt gerade eben gesehen, Eskalation, dein Urgroßvater. Genau. Jedenfalls würde ich an der Stelle auch wieder sagen, dass wir uns einfach nächste Woche Dienstag um 20 Uhr wiedersehen. Liked, abonniert und kommentiert, wenn ihr das noch nicht getan habt. War auf jeden Fall ein richtig geiles Wochenende oder ein richtig geiles Samstag. Ihr könnt ja auch gerne mal reinschreiben, was ihr am wildesten fandet. Ich hoffe mal, mein Dad hat gutes Material gefilmt. Ja. Und erster Platz jetzt letztendlich. Also im ersten Lauf wurde ich ja Zweiter, im zweiten Lauf wurde ich Erster. Genau. Kann man auf jeden Fall mit leben, würde ich sagen. Ja. Aber ich würde an der Stelle auch sagen, dass wir uns jetzt in dem Fall.
dass wir uns nächste Woche Dienstag um 20 Uhr wiedersehen. Bei einem normalen Training nächste Woche, kein Rennen, gell? Sehen wir uns nächste Woche Dienstag wieder. Bis dann, Freunde, und haut rein. Ciao.